Leute, sind wir hier heute gegen Bremen. Wir können das Ding nicht gewinnen. Nee, Bremer Stadion. Ja, wir haben eine Mannschaft von 660, aber wir haben mal die erste Chance, eine 100%ige. Obwohl es zwischen Tim Leitner und Mila trägt die Defensive der Bremer aus. Während ich steht am kurzen Pfosten völlig frei und schießt aus verdutzten Janik Schermer vorbei mit einem Schmackes aus dem Spitzenwinkel ein. 1-0. Das ist aber uns egal, wir kriegen meistens dann 5 Gegentore. In 5 Sekunden. Da muss ich erstmal so stark wieder finden, ne? Gelbe Karte Julian Duda. Nach einem klaren taktischen Foul unterbricht man da einen Angriff des BV Kloppenburg. Gespielt. Proben wir mal. Für Berliner regt sich furchtbar auf. Der Schiedsrichter ist dann in eine unterdurchsichtige Situation. Das Team entscheidet. Okay, Lukas und sein Zander. Gelbe Karte. Muss ein Fehler von Levent auswiegeln und handelt sich durch ein Foul an eine gelbe Karte ein. So, 16. Minute, jetzt kommt das erst zum ersten Mal Bremen. Problem von Levent auf Meil, durch die wird aufmerksam von Moritz steigt in Abseits gestellt. Ja, wieder Schuhwechsel, jetzt immer an der 23. Minute steht der Schuhwechsel. 24. ist immer lustig. Jo, nach den Eintor ist jetzt nichts mehr los. Bringen jetzt mal auf der Zweitmöglichkeit. Oh, lassen wir es heute schlecht aussehen. In der Mitte kommen Levan aber nicht zum Kopf bei. Jo, da hätten wir mehr draus machen können, die Bremer. Mit einem klaren Foul und legt sich auch und manche kriegen seinen eigenen herbei. Jetzt ein bisschen den Blick. Schnell mit einem klaren Foul. Okay. 16 mal gut gegen und durch, der zurückliegt zum Heranstürmen Nuri. Hier aber einen kleinen Tick zu spät dran, sodass Tobias Dufner den Ball aufnehmen kann. Gute Chance. Wieder mit der Ecke von rechts. Macht eine Fehler und verlässt auf seine Vorderleute. Nuri kommt. Jo, und köpft aus 8 Meter zum 2-0 ein. Schönes Ding, schönes Ding. Gute Frage, dass wir komplette zweite Halbzeit durchstehen können. Das ist die schwerste Frage. Und jetzt kommt nochmal Bremen. Levent. Ecke von links. Ja, die Bremer köpft die Ecke aufs Tor, aber die Fütterung ist gestört und wird den Ball mit einem etwas auf Schauspielerei ausgelegten Parade zur nächsten Ecke ab. Ein äußerster denkbarer Ball für den Torhüter. Aber die nächste Möglichkeit. Wieder die Ecke von links. Verlängt der Kopf, zumal der nicht lange fackelt und zögert, direkt abzieht. Streckt sich vergeblich. Och, das kann doch nicht sein. Moritz Steiten und Pantelheim haben beide keine gute Figur mehr. Ey, komm, ey, kommt hier das nicht mehr halten. Oh, wie kann man, ich sag, Mann, Deckung, und die haben gleich die nächste Möglichkeit. Geht doch mal da drauf. Dreht jetzt sie doch einfach unten. Freistoß. Und auch Springer mit einem Freistoß. Also schießt, aber dann über Kloppburger Tor. Jetzt, nee. Nein! Oh. Jetzt platze ich gleich, natürlich nicht sagen, geht weiter, sondern das geht nicht so weiter. Mensch, ey, Jungs, ey. Loben. Den André Toben loben. Moritz Schalten motivieren. Tim Pascal Hufert loben. Nuri loben. Jo, da haben wir alle.
Halbzeitansprache jetzt auf keinen Fall nachlassen. Niemeyer mit einer 4, Malte mit einer 0, mit der 1,5. Weiter geht's. Mal genervt, aber wir haben eine Möglichkeit mit einer Schaffhäuser von der rechten Seite, aber Tobias Büchner kommt da raus und faustet den Ball konsequent mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone. Da kam 75% Angriff von SVR über die rechte Seite. Am nächsten Mal ist hier vielleicht die erste eher gut an dir. Und jetzt kommt Bremen und der Ball ist drin, ich sag es euch. Ja, wieder ein Eckball. Könnte man die blöden Ecken. Ecke von der Riest, Ecke von der Maxilik, der Kopf auf Mike, der hat keine Widerrede über die Linie zu drücken, bevor er hier durch den Tempel anfliegen. Zwei Ecken, die kriegt der Kotze, Mann, was macht der denn dafür? Was macht ihr, spielt euch 5 gegen Wien oder was? Ihr müsst doch drauf gehen, die Ecken hier sind. Deswegen, ich wollte nur weiter so. Wie will es jetzt wissen? Ja, du willst jetzt wissen, du Affe. Eine schöne Frage von mir will von Bolinien schreibt mit einem Vorhaben, weil er mit dem Standbein wegrutscht. Und ist vertan. Super Jungs. Super Fußball. Kloppenburg. Ey, ich kann kein Fußball. Wie kann man denn drei Spiele? Da liegen wir 3-0 vorne. 3-3. Hamburg 2-0 vorne, 2-2. Bremen 2-0 vorne, 2-2. Momentaufnahme. Die kann ja noch was passieren. Entscheidend geht bei einer Flanke von Florian Kulic auf Nummer Wisser und klärt der Kopf zur Ecke. Ey, dürft doch bei den Kindern Ecken ziehen lassen. Jetzt siehst du doch, was sie können. 2 Tore, 2 Ecke. Macht einfach auch gleich bei einer Ecke von auf seine Vorderleuten. Patrick Nutzigen so im Kopf ist 6 Meter, verhält aber Tor um einige Meter. Boah, ey. Kopf schon wieder. Du kannst aber keinen Fehler machen. Wenn er sich auf die Vorderleuten verlässt, ist der Fehler von den Vorderleuten, wenn sie miteinander Kopfball zulassen. Den Regen verspielt. 64. Minute. Nach einem Kopfballangriff kommt freie Bahn, die er strauchelt und die Chance vertan. Jo Jungs, das macht er super, ne? Und jetzt kann ich nicht fahren. Das geht nicht so. Wir wechseln jetzt aus dem linken Verteidiger Leon Lingerzki. Schöner Konter, aber leider vollkommen harmlos. Abgedeckt schießt verzweifelt aus dem unmöglichen Winkel. Gibt ja mal einen neuen Ballbringer. Jetzt kann ich mir zu sehen, wie kann er etwas beeinflussen und im Team liegt noch eine Fahne zu, den werden wir gerade noch gegen eine Attacke von Schulter behandelt werden. Jo, ich habe mich auch getötet, wenn ich das mache mit dem Finger, der Buffer, wofür bin ich? Markus Kölner für Julian wieder. Kriegen wir den Philipp nochmal? Ist nicht oder den Gerdes? Wenn wir jetzt noch den Julian hätten. Haben wir nochmal voller angeschaut, ist nicht. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Tabelle. So, wir müssten gewinnen, um Hamburg, dass wir im letzten Spiel noch vielleicht nochmal einen anderen aufstellen könnten. Nächste Möglichkeit. 100% Liga, nein, bitte. Und sieht den, die entscheidende Lücke. Tränkt ihn aber und er kann es nicht verhindern. Der löst sich von und der steigt geendet aus 15 Metern. Rechts unten steckt der Ball. Schlicht, das steht, ja. Danke. Jo, aber hinten nicht. Kein Bock, bitte nicht. Haltet das irgendwie los.
Spiel ist pünktlich beendet, ja. Der Afghane rettet uns den Arsch, weil der Malte dir ein 30 Meter Pass. Oh, und die Lücke sucht und was? Oh, ey, die Tor ist gefehlt, Mann. Ja, ey. Super. Dafür kriegt der Minute nur 3,5. Mir ist klar. Schön, schön. Mike Lukowitz. Mit 2 Toren. Tim Wertke. Wieder mit 2 Vorlagen und 1 Tor. Dann kriegt nur 3,5. Malte. Auch eine Vor- und Tor von. Yo, ey, das ist ja so eine Erlösung. Dann. Warte, in der 84. In der 83. schießen wir den Siegtreffer. Wir haben uns trotzdem wieder ein wie heißt das? Sofort ein Vorsprung haben wir uns wieder verspielt. Geht doch nicht. Und VfR Neumünster gewinnt 5-1. Wichtig, wichtig. Oldenburg gewinnt gegen Lübeck SK Hansa 1-0. Lübeck verliert gegen Hamburg. Nordstedt gegen Goslar 4-0, Schwarz-Weiß-Regen gegen Hannover 3-1, Metten Braunschweig 0-0, FT Braunschweig holt einen Punkt, ETSV Weiche gewinnt 3-1, damit kommen die nochmal ran. Nein, Neumünster, Nordstedt und Lübeck steigen ab. Das kann passieren, wenn Wolfsburg nicht siegen tut. Wir sind gesicherter 2. Platz. Schön, schön. Es war ein schnelles Spiel mit vielen Fehlern. Super für die Zuschauer. Gott sei Dank ging es gut aus. Wir können zufrieden sein. Bremen ist hohes Tempo gegangen, aber wir nicht immer so viele Tore hinten. Nee, mit Fehlern nicht so viele Tore. Aber wir schießen nicht immer so viele Tore hinten. Muss sich noch einiges ändern. Ja. Jo, letzte Uno. Jo, ne, hat der Bremer sich verdient hier. Ganze Saison, jo, wieder die Juden. Nehmen bestimmt eine Beendigung. Schlechtere Note als wir. Tim Wertke mit seinem nächsten 25 Tore und verlässt uns trotzdem. Mal gucken, wer der beste Spieler generell ist. Maximilian Wolf, Tim Pascal Wohlfahrt. Oder hat er seine Note noch verkackert? Hätte mal eine 2,9 haben sollen. Er hat wenigstens noch eine Talentaufwertung gekriegt. Mit seinen 20 kann er aber noch eine kriegen, ne? Volley 66, Flanken 71. Jojo, offensives und defensives Stellungsspiel kann er echt gut. Dafür ist er nicht der schnellste. Kann aber dribbling. Ja. Fairplay. Ja, da sind wir oben hin. Den Heizhinken lag und Christian Willen. Jürgen. Ersula. Wechselt den Verein. Bestimmt, weil er irgendwie so eine Klausel hatte. So, wie kann man denn machen? Der Formheller wird ausgehen. Schön, schön. Neue Gegenstände. Neuer Manager-Level. Los ein. Jetzt die Nummer 4. Noch 2 Wochen. Wird am 1.7. für ein Jahr uns ausgeliehen. Nicht nur ein Jahr, sondern für 364 Tagen. Wenn man es genau nehmen will. So, Tim Hofmann ist wieder fit, darf wieder spielen. So, dann ist der letzte Feld auch. Niemeyer. Hakan für... Jo. Für Kehn, Tim Hofmann, für Moritz Steiten.
Jo. Gerdes oder Oldhof. Ja, lass mal in Oldhof spielen. Gerdes verletzt uns ja auch nicht. Gehen wir mal weiter zum letzten Spieltag. Oh, Neil und Marlene. Wieder 5 Lostrainings-Siege. Torischer 60, Schusskraft, jo, 50 Volleys. Antritt hat er. Mama Torischer 65, vielleicht auch 70. 55 Schusskraft, Volleys, 75. Schnelligkeit 55, Kopfball 60, so. Jetzt hat hier einen Mann gegen Mann. Jetzt hat er jetzt 61. Oh, Robby findet einfach ein. Immer weiter. Oh, ein Talent. Auf jeden Fall. Steffen Neumann auf die Transferliste. Ne, kann er nicht. Yo. Sport ist an uns interessiert. Oh, das ist ein Das ist also an Kieler Neumann. Verlängert da nicht schön wie ihn. Blickfeld. Warte mal zurück. Tschüss. Achso, nee, ich wollte hier ruf. Ich ist im Mittelfeld. Kann ich hier jetzt hier rufen? Nee. Ja, wollte er nicht. Julian Bucher, nee. Vertrag auch noch nicht verlängert. Der Kicker, der Kevin Murphy. Jo, das kann. Kannst auch erklären. Jo, wechselt zum SV Uerdinghausen. Gar kein Mut getan. Den können wir jetzt auch rausnehmen. Marcel Kunstmann. Transfervorbereitung Blickfeld. Ich will hier mein Team haben. Okay. Die Dynamik. Achso, weil wir ja jetzt alle am Sonntag gemacht haben. Können wir jetzt nicht mit denen reden, ist ja schön. Milat Oldhof oder in Topform. Und sie noch mal rein. Gerdes, du hast gut trainiert. Moritz Steiten auf die Topform. Haut sich voll rein. Mannschaft ist klasse. Die 2 Moralpunkte zu Niemeyer. Oh, hast gut trainiert. Pascal Wulfert. Nuri. No, Teamhierarchie. Ja, immer noch unser Führungsspieler. Ah, wir haben ja sogar so. Heute bringen wir mal die 2. Mannschaft. Also wir werden mal ein bisschen durchwechseln. Ne, muss mal gucken, was für eine Durchschnittsnote er hat, der Tim Hofmann. Oh, dann spiel heute nicht, damit er die Note behält. Kann man doch den Solo hinstellen. Ist egal, ob wir heute verlieren.
mal so ein, nennt man das, Probespiel. Mal kurz umstellen. Das erste Feld habe ich gesehen, kauft den immer natürlich mit. Bitte Merkel. Fritz John darf heute nochmal spielen, hat eigentlich vertan. Machen wir noch ein Split Torwart. Ja, mal 20.000. Was in der Regel spielen. Öffnen die Taktik. Lindenberg. Sänger. Henning Simaris. 31 Spiele, 15 Tore.